Lassen wir mal die Menschheitsgeschichte an uns vorbeiziehen. Was sind die größten Niederlagen, Demütigungen und Knockouts der Menschheit gewesen? Was hat die Menschen am meisten gekränkt? Was denkt ihr? Schreibt's ruhig in die Kommentare. Freud kam auf ganze 3 Hauptkränkungen. Ich meine, es sind mehr, definitiv mehr, nämlich mindestens 7. Hier sind sie, die 7 Big Fails of Humanity. Wie üblich eine kleine philosophische Vorbemerkung. Den Menschen gibt es nicht. Den Menschen könnt ihr nie sehen und ihm auch nie begegnen. Menschen, die gibt's, ja, aber nicht den Menschen. Womit wir bereits Sekunden nach dem Start bei einer fundamentalen ersten Einsicht sind, Menschen gibt es nur im Plural und deshalb leben sie zusammen. Und das bedeutet, dass sie einerseits wunderbar miteinander kooperieren können, aber sie können einander auch misstrauen, können sich verletzen, umbringen. Menschen können extrem konkurrente Wesen sein, auch wenn sie einen gelegentlichen Hang zum Liebenswürdigen haben. Wenn ihr Menschen beobachtet, insbesondere in den Medien, ist klar, Menschen können, machen und sind vieles. Und möglichst alles gleichzeitig. Und natürlich möglichst großartig. Also sind viele Menschen kleine Angeberinnen und spielen ihre Vielseitigkeit gerne aus, nicht nur bei Bewerbungen. Was Menschen so können. Die 47 bestellen, um dann das Sichuan-Hühnchen scharf und sauer mit Stäbchen zu essen und dabei Dschungelcamp zu schauen. Oder Menschen können unsinkbare Boote wie die Titanic erfinden und dann später mit U-Booten Porzellanteller aus dem Wrack des unsinkbaren Schiffes bergen, das inzwischen doch gesunken ist. Sie können Symphonien komponieren, Romane schreiben, Kriege führen, Impfstoffe entwickeln, sich betrügen, Atombomben abwerfen, sich wegen nichts den Schädel einschlagen, Sprungschanzen hinunterfliegen oder Computer bauen, die andere überwachen, die Heizung einschalten und weitaus schnellere Informationen verarbeiten können als die Schöpfer dieser Computer selbst. Je nachdem, welche Aspekte man betonen möchte, findet man entsprechend viele Definitionen des Menschseins, nicht nur in der Philosophie. Klassiker sind, der Mensch ist das vernunftbegabte Tier, Aufklärung, und der Mensch ist ein Zoon Politikon, Aristoteles, also ein politisches Lebewesen, das in Gemeinschaften lebt. Je nach Zeit und Kontext stellen all diese Definitionen die Frage, die Immanuel Kant für die zentrale Frage überhaupt hielt. Er schreibt, dass sich das gesamte Feld der Philosophie auf folgende 4 Fragen verdichtet. Erstens, was kann ich wissen? Zweitens, was soll ich tun? Drittens, was darf ich hoffen? Viertens, was ist der Mensch? Die erste Frage, schreibt Kant weiter, beantwortet die Metaphysik. Die zweite die Moral, die dritte die Religion und die vierte die Anthropologie. Im Grunde könnte man aber alles dieses zur Anthropologie rechnen, weil sich die ersten 3 Fragen auf die letzte beziehen. Der Philosoph muss also bestimmen können, erstens die Quelle des menschlichen Wissens, zweitens den Umfang des möglichen und nützlichen Gebrauch alles Wissens und endlich drittens die Grenzen der Vernunft. Das Letztere ist das Nötigste, aber auch das Schwerste. Und damit sind wir beim Thema, das Kant äußerst feinfühlig und höflich nur anklingen lässt. Aber wir sind ja unter uns und seit Kant ist viel passiert. Deutlicher gesagt, Menschen haben nicht nur ein Problem mit ihrer angeblichen Vernunft, sie haben vor allem den unheilvollen Hang, sich notorisch als Klassenbeste der Evolution beweisen zu müssen. Und deshalb schrieb Sigmund Freud, der Erfinder der Psychoanalyse, 1917 einen berühmten Essay mit dem Titel »Eine Schwierigkeit der Psychoanalyse«. In diesem Text erklärt Freud unter anderem, warum nicht nur Psychoanalyse, sondern ganz allgemein Selbsterkenntnis ein schwieriges Geschäft für den Menschen ist. Menschen haben, sagt er, nicht nur einen Hang zum Narzissmus und zum Größenwahn, sie sind auch großartige Verdrängungskünstler. Beides zusammen ist nicht gerade die beste Kombination. Allerdings gab es 3 massive Dämpfer für den Menschen. Freud nannte sie in seinem Essay die 3 großen Kränkungen des Menschen. Kränkung Nummer 1, oder wie ich sagen würde, Fail Nummer 1, hat damit zu tun, dass der Mensch seit den Anfängen seines Nachdenkens und Forschens glaubt, etwas Besonderes zu sein, weil sein Wohnsitz, die Erde, der Mittelpunkt des Universums ist. Alles andere bewegt sich um ihn rum. Gott, zumindest im Christentum, hat dem Menschen diesen Platz in der Mitte ausgesucht. Und das ist nicht nur im Christentum so. Also ist der Mensch auch der Mittelpunkt.
Und nicht nur die Chinesen bewohnen das Reich der Mitte. Die zentrale Stellung der Erde im gesamten Universum garantiert dem Menschen seine beherrschende Rolle. Diese narzisstische Illusion hat Kopernikus im 16. Jahrhundert zerstört. Schon andere vor ihm hatten gezweifelt, ob die Erde tatsächlich eine bevorzugte Stellung im Universum hat. Er machte aus der Vermutung eine Gewissheit. Das war, so Freud, die erste, die kosmologische Kränkung des Menschen. Diese Kränkung, also dieser Fail, hat einen neuen Schub durch die Relativitätstheorie erhalten. Es gibt keinen einzigen privilegierten, ausgezeichneten Ort im Universum, keinen archimedischen Punkt. Mehr noch, nach heutigem Stand des Wissens dehnt sich das Universum seit dem Urknall sogar mit exponentieller Geschwindigkeit weiter aus. Man könnte also sagen, selbst wenn es einen solchen Mittelpunkt, den es nie gegeben hat, einst gegeben hätte, dann wäre dieser Mittelpunkt aufgrund der unterschiedlichen Verhältnisse, die im Universum herrschen, also aufgrund von Expansion und Raumkrümmung und Gravitation, längst nicht mehr Mittelpunkt. Kann man damit leben? Woody Allen hat sich zwar gewundert, dass er in New York nie einen Parkplatz findet, wenn sich doch das ganze Universum angeblich permanent ausdehnt, aber ich glaube, wir können damit leben, nicht der Mittelpunkt zu sein. Hauptsache, die Erde bleibt bestehen, was zurzeit aber nicht wirklich sicher ist. Die zweite Kränkung besteht nach Freud darin, dass sich der Mensch im Laufe seiner Kulturentwicklung zum Herrn über seine tierischen Mitgeschöpfe aufspielte. Nicht nur, dass er sie gerne aß, er fühlte sich ihnen auch noch vollständig und grundsätzlich überlegen. Der Mensch hielt und hält sich für die Krone der Schöpfung, insbesondere wenn er zur Elite gehört. Stichwort König, Papst, Trump. Zwischen Menschen und dem Rest der Lebewesen gibt es angeblich eine tiefe Kluft. Menschen haben Geist und Vernunft, die anderen nicht. Der Mensch hatte eine unsterbliche Seele, die übrigens nach Meinung vieler Theologen des Mittelalters schon den Heiden fehlte, die anderen Tiere aber nicht. Charles Darwin vertrieb den Menschen von diesem Hochplateau der Einbildung. Der Mensch musste sich komplett einreihen in die Entwicklung, die Evolutionsgeschichte, zusammen mit allen anderen Tieren. Im Grunde teilt der Mensch mit den anderen Lebewesen auf diesem Planeten alles. Jede einzelne Zelle beweist das. Das war die zweite, die biologische Kränkung des menschlichen Narzissmus. Kann man damit leben? Ich finde es ehrlich gesagt befreiend zu wissen, dass mein Hund und ich ein paar Gene teilen und nicht nur das. Und es eine gemeinsame Wurzel von mir und dem Wald, dem Wasser, Wind und allem anderen auf der Erde gibt. Mich stört das nicht nur, ich finde es sogar beruhigend. Kränkung Nummer 3. Freud wäre nicht Freud, wenn die dritte Kränkung nicht etwas mit ihm selbst zu tun hätte. Und so ist die dritte Kränkung die psychologische. Der Mensch hat sich über Jahrhunderte eingebildet, sein eigener Souverän, der Herrscher über sein Ich, sein Bewusstsein, seine Seele zu sein. Der Mensch mit seinem Ich ist Herr im Haus seines eigenen Lebens, wie Freud schrieb. Sein Ich überwacht alle Handlungen, klärt die Gefühle, denkt die richtigen Gedanken, beherrscht die Triebe und erfreut sich an seiner unsterblichen Seele. Das Ich erfindet die richtige Politik und das Dschungelcamp. Das Ich ist mega großartig. Wäre da nicht das große Aber. Wörtlich schreibt Freud, das Ich fühlt sich unbehaglich, es stößt auf die Grenzen seiner Macht in seinem eigenen Haus, der Seele. Es tauchen plötzlich Gedanken auf, von denen man nicht weiß, woher sie eigentlich kommen. Man kann auch nichts dazu tun, sie zu vertreiben. Diese fremden Gäste scheinen selbst mächtiger zu sein als die dem Ich Unterworfenen. Kurz und knapp, nicht nur in Sachen Gefühle, Sex und Libido ist der Mensch längst nicht mehr Herr im eigenen Haus, er ist es nie gewesen. Menschen herrschen noch nicht einmal über ihr eigenes Bewusstsein. Sie können es weder erklären, noch können sie es richtig selbst beschreiben oder fassen. Sie können es auch nicht klären. Außerdem ist das Bewusstsein nur ein Teil dessen, was man insgesamt Psyche oder Seelenleben nennen könnte. Denn es gibt ja auch noch die große Welt des Unbewussten. Es ist etwas anderes, schreibt Freud, ob etwas in deiner Seele vorgeht oder ob du es auch erfährst. Er schreibt, für gewöhnlich reicht der Nachrichtendienst an dein Bewusstsein für deine Bedürfnisse aus. Du darfst dich in der Illusion wiegen, dass du alles Wichtige erfährst. Aber das ist eben eine Illusion. Von wegen, ich erfahre alles Wichtige. Meist habe ich nicht die geringste Ahnung, was wirklich vor sich geht. Unsere geheimen, aber uneingestandenen und verdrängten Wünsche, Sehnsüchte, Zwänge, Ängste, all das bleibt uns häufig verborgen. Also ist das Ich
nicht Herr im eigenen Haus. Das ist also die dritte Kränkung der Eigenliebe. Ehrlich gesagt ist damit nicht ganz so leicht umzugehen, denn wir glauben ja bis heute daran, ein Animal Rationale zu sein, um dann festzustellen, dass nicht etwa der vernünftige Hund mit dem Schwanz wackelt, sondern der Schwanz mit dem ganzen Hund, ohne dass der Hund das merkt. In der Erforschung des Bewusstseins und der Demut gegenüber dem, was wir nicht wissen und was unbewusst ist, da ist noch viel Luft nach oben. Die Kränkung hat gesessen. Heute kann man Freuds dritte Kränkung, die Kränkung durch Freud, noch viel besser ausschmücken und durch Forschungsresultate untermauern. Stichwort Bias-Forschung. Wir sind voller Vorurteile und Voreinstellungen, die wir immer wieder bestätigt haben wollen. Und falls ihr wissen wollt, was ich damit meine, steht alles in dem Buch von Nobelpreisträger Daniel Kahneman, Schnelles Denken, langsames Denken. Dazu mache ich vielleicht auch mal ein Video. Kommen wir zur vierten Niederlage, die für mich nach all den Kriegen und dem Elend, das wir einander angetan haben, so offensichtlich und erdrückend ist. Natürlich verhalten wir uns oft heldenhaft gut und altruistisch zueinander, aber häufig eben auch egoistisch, gemein, brutal, rücksichtslos. Übrigens nicht nur anderen Menschen gegenüber, sondern auch anderen Lebewesen gegenüber. Stichwort übermäßiger Fleischkonsum, Regenwald, Klima. Ich würde das die moralische Kränkung nennen. Mag sein, dass viele der Vorstellungen, die wir haben und die Illusionen, die wir uns vom guten Leben machen, tatsächlich auch gut sind. Gut ausgedacht. Aber das bedeutet ja keineswegs, dass sie auch gut umgesetzt werden. Was das Klima angeht, mögen wir tolle Ideen haben, die wir dann Klimaabkommen nennen. In Wahrheit aber sind wir Gewohnheitsjunkies, denen Bequemlichkeit alles ist. Vieles von dem, was wir tun, ist nicht nur wenig glanzvoll, es ist vor allem auch beschämend und destruktiv. Die Konzentrationslager des Zweiten Weltkriegs, der Abwurf zweier Atombomben, Folterlager, unterlassene Hilfe überall, nicht nur auf dem Mittelmeer und vielen anderen Orten. All das gibt es, all das passiert anderen Menschen und wir sehen dem Töten und Sterben aus der Ferne zu. Aber es gibt nicht nur dieses kollektive Versagen, sondern auch das ganz alltägliche individuelle Versagen von uns. Wir bleiben einander viel schuldig, weil wir dumm sind manchmal. Vor allem aber, weil wir nicht das Gute tun. Der Mensch ist ein Wesen, das gerne gut wäre, dem es faktisch aber häufig an Moral fehlt. Das Fatale daran ist, dass das Gute häufig schwer zu tun ist, aber nur ein bisschen Fachkenntnis ausreicht, um das Böse zu tun, um ein Virus freizusetzen, Krankenhäuser und Atomkraftwerke zu hacken oder eine tödliche Bombe zu bauen und abzuwerfen. Das Böse ist leicht getan und es finden sich immer welche, die es gerne tun. Der Verstand des Menschen, so begrenzt er ist, reicht immer eher dazu aus, was Böses zu tun, als was Gutes. Seine Vernunft, was die Verhinderung und Nichtanwendung des Schädlichen angeht, die reicht leider nicht. Aus dem Dilemma kommen wir vorerst nicht raus. Mag sein, wenn wir die künstliche Intelligenz gebaut haben, von der die Großunternehmer in den USA und die Partei in China träumen. Aber dann könnte es passieren, dass diese KI uns abstellt, weil wir in hohem Maße selber unmoralisch handeln. Die fünfte Kränkung würde ich Unschärfekränkung nennen. Nach den derzeit besten Theorien, die wir über das Universum im Großen und im Kleinen haben, bleibt für unser Erkennen der Wirklichkeit immer eine grundsätzliche Unschärfe bestehen. Man kann das mit der Heisenbergschen Unschärferelation physikalisch präzisieren. Man kann diese prinzipielle Unschärfe aber auch bis ins Einzelne der Logik hinein entdecken und analysieren. Der Mathematiker Kurt Gödel hat bewiesen, dass es in jedem System von der Komplexität der natürlichen Zahlen immer auch wahre Sätze gibt, die wir nicht beweisen, und falsche, deren Falschheit wir nicht widerlegen können. Dieses Unvollständigkeitstheorem ist sozusagen die logische Entsprechung der Unschärferelation. Faktisch läuft es daraus hinaus, dass selbst das präziseste Erkennen seine fundamentalen und grundsätzlichen Grenzen hat. In gewisser Weise können wir die Wirklichkeit nie richtig scharf stellen. Auch unsere Vernunft ist in sich widersprüchlich. Und da führt kein Weg dran vorbei. Damit müssen wir leben. Der Mensch ist beschränkter, als er denkt. Oder anders formuliert, er ist, wenn er denkt, immer auch beschränkt, so grandios es sich im Denken auch vorkommen mag. Ich veranschauliche mir diese Situation gerne an meinem Hund. Ellie hat mich bewundert, weil ich erstens den Kühlschrank aufmachen konnte, zweitens
häufig in diesem Kühlschrank ein Stück Käse fand, das ich drittens häufig mit ihr teilte. Natürlich hat Ellie als guter Hund gelernt, mich mit ihren großen Retriever-Augen zu manipulieren. Sie schaute mich an, ich gehe zum Kühlschrank, natürlich in der Absicht, dem armen Hund ein Stück Käse zu geben, faktisch aber, um auch selber eins zu essen. Aber das war ja schon die dritte Kränkung, der psychologische Selbstbetrug. Worauf ich hinaus will, ist der einfache Umstand, dass mein Hund sehr gut in dieser Wirklichkeit mit nur gelegentlich sich öffnenden Kühlschränken, mit Käse, einem Rasen, Füchsen im Wald, Sonne und all dem gut leben konnte. Obwohl Ellie prinzipiell und niemals verstanden hat, wie ein solcher Kühlschrank funktioniert und was es mit dieser seltsamen Türe auf sich hat, die das Tor zum Käseuniversum öffnet. Der Kühlschrank blieb für sie ein ewiges Rätsel, so wie vieles im Universum auch für uns prinzipiell ein Rätsel bleiben wird. Wir werden nie alles wissen. Und selbst wenn wir alles wissen könnten und alle Informationen der Welt hätten, was nie der Fall sein wird, wir werden niemals alles gleichzeitig wissen können. Was für uns aber weitaus schlimmer ist, wir werden nie erkennen, was der Sinn von all dem ist, von Kühlschrank, Käse und diesem riesigen Universum, das sich jenseits von dem, was wir verstehen, über Milliarden von Lichtjahren ausweitet. Die einzige Weise, aus all dem etwas Sinnvolles zu machen, ist, ihm einen Sinn zu geben, also einen Sinn festzusetzen. Unser Problem ist aber, dass wir den Sinn ja finden und nicht erfinden wollen. Wir wollen ihn entdecken, aber nicht selber herstellen. Denn das beinhaltet ja immer auch die Möglichkeit, ihn jederzeit auch anders herstellen zu können. Und wenn man das erstmal kann, ist alles geplatzt. Es geht immer auch irgendwie anders. Womit unsere grundsätzliche Frage nach dem Sinn von all dem, was ist und was wir sind, nicht gelöst wäre. Können wir damit gut leben? Keine Ahnung. Manchmal ja, manchmal nein. Richtig scharf stellen können wir nie. Aber damit müssen wir leben. Punkt. Den sechsten Fall nenne ich die digitale Kränkung. Sascha Lobo hat mal mit Blick auf die Enthüllungen von Edward Snowden gesagt, dass die Möglichkeit der Totalüberwachung im Internet durch das Internet eine extrem heftige Form der Kränkung sei. Auf den ersten Blick scheint sich diese Kränkung mit der moralischen zu decken. Denn das, was viele Menschen zunächst für ein Instrument der Freiheit und der Demokratie hielten, nämlich das offene, weite, faire, freie Internet, wird heute nicht nur von autokratischen Regimes, sondern auch von neoliberal rücksichtslosen Digitalunternehmen für das exakte Gegenteil benutzt. Der Überwachungskapitalismus ist aber nur die Spitze des Eisbergs. Oben im i findet ihr mein Video zu dem Thema. In vielen Bereichen gefährdet das Internet, so tolle Möglichkeiten es auch bietet, massiv unsere Freiheit. Lange Zeit hat sich der Mensch etwas eingebildet auf seine Fähigkeit, Informationen aus der Natur herauszupressen, sie in Datenformate zu bringen und dann zu deuten. Kein anderes Tier konnte das. Und natürlich auch kein Baum und erst recht kein Salatblatt. Obwohl bei Licht besehen all diese Lebewesen auf ihre Weise Informationen aus der Umwelt aufnehmen, sie verarbeiten und ihrerseits als Reaktion Informationen in ihre Umwelten hineinsenden. Die herausragende Fähigkeit des Menschen aber, so schien es, sei ja das logische Denken, Mathematik, das Schachspielen, das regelorientierte Denken und Verhalten. Doch in diesem Punkt haben Computersysteme Menschen vollständig abgehängt. Nicht nur was den Umfang der Datenmenge angeht, die Computer verarbeiten können, sondern auch die Tiefe, mit der Computer in bestimmte Datenformate hineinblicken und Muster erkennen können. Natürlich verarbeiten auch wir eine unglaubliche Zahl von Daten und das in jeder Sekunde. Diese Datenerfassung dient im Wesentlichen jedoch unserem Lebenserhalt und deshalb merken wir gar nicht, wie viel wir in Wahrheit verarbeiten, wie viel da draußen los ist. Worum es geht, ist, dass wir atmen, sehen und uns im Raum orientieren können. In speziellen Aufgabenbereichen sind Computer in einem exponentiell wachsenden Maße schneller, gründlicher, kurz unschlagbar. Niemand geht mehr als Sieger aus einem Zweikampf mit einem Computer hervor, weder im Schach noch beim Go-Spiel, Skat oder einem Arcade-Spiel. Und das gilt bis in wissenschaftliche Anwendungen hinein. Das ist die digitale Kränkung. Wir selbst haben Systeme erschaffen, die ein Vielfaches von dem vermögen, was wir können oder zu können hoffen. Computer sind in vielen Bereichen um ein Vielfaches schneller, sicherer und umfassender. Tendenz steigend.
Die Frage, ob wir tatsächlich noch in der Lage sein werden, ein umfassendes, informationsverarbeitendes, autonomes System zu beeinflussen oder schlagen zu können, im Moment ist diese Frage nicht zu beantworten und noch gibt es ein solches System nicht. Wir werden es sehen. Natürlich hat ein Laptop kein Bewusstsein. Und das ganze Versprechen, dass es bald soweit wäre, ist bislang nichts als Fiktion, also Science Fiction oder Fake. Aber wir können nicht mehr ausschließen, dass es passiert. Und was dann passiert, wissen wir nicht. Bleibt noch die siebte Kränkung. Es gibt ein Wissen, das wir nicht haben, aber nach dem wir uns sehnen. In gewisser Weise war es das Versprechen der Aufklärung, zumindest in den Gründerjahren, dass wir am Ende alles herausfinden, alles klären, alles wissen würden. Wir bräuchten nur zu einem bestimmten Zeitpunkt alle Informationen in unserem Universum zu kennen, um von dort aus ausrechnen zu können, wie sich die Wirklichkeit vorwärts oder rückwärts entwickelt. Nun, das war und ist eine fatale Illusion, auch wenn manche immer noch anhängen, weil sie glauben, dass das Universum als Ganzes nur so eine Art logische Informationsverarbeitungsmaschine ist, ein deterministisches System. In Wahrheit aber ist das Universum komplex. Eine der Eigenschaften physikalischer Komplexität ist, dass komplexe Systeme prinzipiell unberechenbar bleiben. Aber noch was anderes kommt erschwerend hinzu. Unsere Forschung hat ergeben, dass wir im Umgang mit komplexen Systemen größte Probleme haben. Wir verstehen sie nicht und sind im Umgang mit ihnen extrem schlecht. Beispiel Klima. Warum? Weil wir auf einfache Input-Output-Relationen gedrillt sind. Wenn du das machst, dann passiert auch das. Aber genau das ist in komplexen Systemen nicht der Fall. Ich kann A machen und nichts passiert. Dann mache ich nichts und plötzlich passiert B. In Wahrheit ist der Mensch Teil eines gigantischen Netzwerkes der Wirklichkeit, in dem alles miteinander verbunden ist. Wir aber sind gewohnt, in Ausschnitten zu denken und nicht in großen Netzwerken. Hinzu kommt, dass Menschen nie in der Lage sein werden, die Gleichzeitigkeit all dessen, was sich ereignet, also all dessen, was ist, tatsächlich zu erfassen. Wir sind häufig auch nicht in der Lage, die zunächst verborgenen Nebenwirkungen unseres Handelns zu erkennen. All die kleinen Wechselwirkungen, mit denen wir es ständig zu tun haben und die es faktisch gibt, ohne dass wir sie wahrnehmen oder erkennen. Diesen siebten Fall nenne ich Komplexitätsinkompetenz. Aus ihr gibt es keinen Weg raus. Wahrscheinlich ist Komplexitätsinkompetenz die Zurücksetzung und Demütigung des Menschen, die ihn langfristig am meisten zu schaffen machen wird. Warum? Weil auch das Menschen liebste Helferlein, Computersysteme und KI, diese prinzipielle Grenze nicht überwinden können. Denn Komplexität reicht tief in die Wirklichkeit hinein. Sie geht Jahrmilliarden zurück bis zum Urknall. Hinzu kommt, dass Komplexität, je weiter die Evolution voranschreitet, ebenfalls zunehmen wird. Komplexität wird erst in dem Moment abnehmen, in dem das Leben insgesamt zu Ende ist, physikalisch gesprochen, also die Entropie im Universum ein Maximum erreicht hat. Denn Komplexität ist gebunden an Inseln der Ordnung, die es im Meer des Zufalls und des Chaos gibt. Ordnung ist das, was der Entropie entgegensteht. Um sie aufrechtzuerhalten, brauchen wir Energie. Wenn diese aber überall gleich verteilt ist, löst sich die Ordnung auf wie ein Zuckerstück. Ordnung schmilzt und es herrscht Entropie. Es gibt Illusionen, die der Mensch über sich und das Universum hat, die Fails der Menschheit. Sie hindern den Menschen daran, die Wirklichkeit und sich selbst realistisch einzuschätzen. Je mehr wir über uns aufgeklärt sind, desto eher wird es uns gelingen, klarzukommen. Denn auch wenn sich viel ändern lässt, einige Grundzüge der Wirklichkeit lassen sich eben nicht verändern. Und damit müssen wir klarkommen. Wenn wir etwas ändern wollen, dann geht das nur, wenn wir einige unserer größten Illusionen über uns selbst ablegen. Und tschüss.